endlich wieder Tattoo-Stream. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit seit dem letzten Tattoo-Stream. Letztes Mal mit Niklas, ne? So, auf jeden Fall, Henke lässt sich den Hals tätowieren. Wie crazy ist das? Ich habe noch kein Hals-Tattoo. Ein Jahr mit Mami am Sorry rumhängen und schon ordentlich kriminell. Wir haben Ben Tats mit am Start. Er tätowiert Henki, nicht zu verwechseln mit Henke. Wir haben Mary, die Nikeless tätowiert. Dann hängen hier noch irgendwo Mrs. Slow, aka Nico und Reezy rum, die auch ein geiles Projekt zusammen machen. AJ schon mehr Chat gelesen als Henke ganz. Dann Henki lässt sich einen Adler tätowieren oder einen Adlerkopf. Wir sind, Mami, I'm sorry, wir sind hier eingeladen worden zum Experion Center. Wir sind total begeistert, endlich unseren Tattoo-Stream mal außerhalb des Studios zu machen. Und wir haben das ganze Team mitgebracht. Ben Tats ist da, Mary Rain ist da, Silas ist da, der Henke am Hals tätowiert. Da hinten ist noch Monsieur Slow, der gerade noch Lemon Reezy's Tattoo vorbereitet und die letzten Vorbereitungen macht. Ey, Henke-Chat, was sagt ihr? Er ist mutig, ne? Was macht Henke für eins? Henke macht einen Adlerkopf. Oh, Mr. Reezy. Wie kam es eigentlich zu dieser ganzen Story hier? Niklas hat angerufen und gemeint so, hey, also, habt ihr Bock zu kommen nach Köln? Und wir so, ja, okay, krass, was machen wir? Und ja, wir tätowieren einfach bei der LAN-Party. Ja, das ist auch ein bisschen wild, ne? Guck mal hier natürlich, Mami, I'm sorry. Ja. Machen wir bei dir? Sollen wir dir ein Abziehbild drauf machen, dann siehst du, wie es aussieht. Boah. Ich bitte nicht. Ja, das wäre cool. Glaubst du, man muss ja einen Serverraum anschließen, Kevin? Oder? AK. Ich tätowier mit einer AK. Ja, guck mal, das sieht schon geil. Cool aus nachher. Können wir mal ein Stück raus? Hey, das ist mega geil. Vor allem, wenn du das T-Shirt jetzt so durchdrehen, das sieht tatsächlich geil aus. Chat wird dich so zwingen, das zu tätowieren, Leute. Wenn du es nur so hochkrempelst. Das passt auch irgendwie zu diesem Berlin-Ding irgendwie auch schon wieder. Ja? Ja. Aber eine Kuh auf dem Skateboard. Das Spiegel. Hey Leute, ich komme aus Berlin. Kevins Aufmerksamkeit. Du musst bei einem Tattoo immer darauf achten, dass es den Körper. Du nimmst Quarkgesicht dann auch in Alarm, was drauf zu knallen. Du nimmst so natürlich Linien. Du musst Quarkgesicht dann auch in Alarm zu machen. Und damit das Skateboard jetzt abgerichtet. Plus. Also ich mach's perfekt von der Größe her in diese kleine Partie. Kannst später noch hier was drauf machen, da was drauf machen, da. Latten-Daddy kommt mit Wohnmobil rum. So, wir machen jetzt endlich Reezy Stencil. Echt dann keiner. Ich wahrscheinlich. Einer. Jetzt durch. Henke, wie fühlst du dich? Gut. Hey Chat, was sagt ihr? Ich hab's selbst noch nicht gesehen. Wieso steht das auf? Hey Jungs, mach nicht diesen. Don't play me like that. So, jetzt bist du ein echter Gangster, Bro. Das schön, schön, schön. AJ, tätowierst du auch nur sehr, sehr selten. Es gibt diese paar seltenen AJ-Tattoos. Henke hat eins. Sascha hat eins. Ich weiß nicht, wer hier noch eins kriegt. Hm? Danny hat eins von mir. Really? Danny hat eins von dir? Ja, genau. Danny, Sascha, Henke. Und noch jede Menge Tätowierer haben ein Tattoo von mir. Ah, oh, nice. Wie ist Oberarm da so, Danny, seine Tattoos von Schmerzen her? Das ist eigentlich auch easy. Hallo. Was habt ihr dir gemerkt? Na? Geh gleich weiter. Oh, geil, alles gut. Willst du übernehmen? Mega nice. Jogger? Na. Würde mich krass wundern, wenn nicht. Oh, hooked on a feeling. I'm high on believing. Da, da, da. Sag mal hallo alle zu AJ. Niklas wird immer weißer, der Arme, gleich knickt er weg. Ich bin noch nie weggeknickt. Ich bin eigentlich relativ entspannt. Ich ist schon mein drittes Tattoo, denn der Pfirsich. Hast du ihn schon mal gesehen? Ah, nee, ich habe nur den nicht, von Henke gesehen. Die Rauchwerbung, ne? Genau. Ihr seid verrückt, Alter. Ich glaube, Henke hat sich schon ausgeklingt. Ich guck Pornos.
Oh ja, oh, crazy. In London auf der Straße. Wir haben uns extra so einen Guard gesetzt. Es war so eine lustige Story. Ben und ein Kollege von uns wollten halt irgendwas Verrücktes machen. Wir waren auf einer Convention dort. Und Ben wollte sich eine 22 auf die Hand tätowieren lassen. Und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, hey, wir müssen das aber irgendwie vor diesen Guards machen und so. Und dann haben wir halt geguckt. Oha, achso, oh shit. Und? So Buckingham Palace mäßig? Ja, genau. Wir sind zuerst im Buckingham Palace, dann gab es dort keine Guards. Also und dann mussten wir zu irgendeiner Chapel, ich weiß nicht mehr. Ja. Und haben uns da schon aufgestellt, fertig gemacht. Und da waren halt, wir kommen da hin und dann sind da neben den Guards noch so Polizisten. Leute mit Maschinengewehr. Mit Maschinengewehren und ich so, fuck, Alter, wenn die diese Tattoo-Maschine sehen, nachher denken die, das ist eine Knarre oder so. Heißt auch Magnum. Dann bin ich dahin. Ich so, hey Leute, wir tätowieren jetzt hier gleich, also erschießt uns bitte nicht. So nett. So. Wäre ganz nett. Und ich hatte kurz ein bisschen Schiss davor. Alter, Gott sei Dank nicht USA. USA hätten sie geschossen, als sie den Tisch aufgebaut habt. Nein, nein, wir haben es ohne Tisch gemacht. Und zwar, das war auch so eine Maschine mit Akku. Okay. Und die haben das dann kurz so in der Luft gemacht an so einer kleinen Säule. Und es war dann crazy, dann haben sich da 20 Leute drum getümmelt und dann dieser Guard auf dem Pferd hat da noch ein bisschen zugeschaut. Na, okay. Nico, du hast irgendwas falsch gemacht. Du hast Reezy den guten Stuhl gegeben. Ja, ich sehe gerade einen neuen Stuhl. Stimmt? BTS? Lol, ihr seid hier. Nur das Beste. Bro, deswegen bin ich bei Nico. I'm high on believing. Du hast die Guardians of the Galaxy gestern angeschaut. Ja, oh ja, stimmt, dachte das ja. Nice, danke. Henke, zeig mal deinen Hals. Oh, du bist einfach. Das gehört dazu, das ist alter Tätowierer-Joke. Das wackelt auch noch so lustig. Damals gab es so drei Fotos, Beckham, ja. The Rock und was gab es noch? Zwei, drei Fotos. Ja, und jeder Kunde ist nur mit diesen Fotos angekommen und hat gesagt, ich möchte genauso aussehen. Die Leute sind mit Beckham-Fotos gekommen und haben gesagt, ich will genau das Gleiche. Und ja. die Tattoos von Beckham sind... Die sind nicht so geil gemacht, aber es passt halt zu Beckham, weil er hat selber so... Das sieht man ja öfters. Er hat ja oben noch so eine Rille drin, ne? Genau. Und das hat man früher gemacht, wenn du jemanden gestochen hast, also im Kampf, dass er schneller verblutet. Weil die Klinge verschließt ja eigentlich die Wunde an sich. Und dadurch, dass diese Rille da ist, kann das Blut an der Seite vorbei. Verstehe. Richtig martialisches Detail. Das Ding ist, Henke hat Gas gegeben in den letzten Monaten. Seitdem er bei uns ist, hat er sich 20 Tattoos stechen lassen. Henke ist ein Schmarotzer, das würde ich gerne hier in diesem Video dazu sagen. Das ist schon auch eine Leistung, weil das ist eine klasse Anstrengung für den Körper. Gut, der Körper hat ja sonst keine Anstrengung bei Henke. Oh Mann. Hey, Reezy Chat, wieso seid ihr jetzt auf einmal so anti-Henke? Was geht bei euch? Weiß Mann? Ich auch nicht, Digga. Hä? Der arme Mann leidet und ihr tretet so. Von allen Seiten auf den Chat. Ja, dein Chat. Hier, der Nolja sagt, ich habe in der Schule so gerochen wie Yankee aus South Park. Das ist ein Kackhaufen. Lach. Ja, jetzt kann ich lachen. Ja, ich finde es A, ein guten Gag und B, ist Nolja auch neu bei mir. Der fühlt sich erst noch rein. Alter, Killer.